Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Cyberpunk Phantom Liberty DLC. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir hatten beim letzten Mal hier eine kleine Auseinandersetzung mit diesen Leuten, die hier rumliegen. Das ist auch alles okay mit denen, da ist nichts passiert, so. Ja, niemand kam zu Schaden. Und ich würde sagen, wir können jetzt weitermachen. Ich habe jetzt mich tatsächlich noch mal ein bisschen umgeskillt. Mehr Richtung Klinge, aber auch ein bisschen Schrotflinte und so ein bisschen einfach Mischmasch. Keine Ahnung, Mal schauen, ob das mir am Ende gefällt oder halt nicht. Wir werden sehen, Freunde. Erstmal hier alles mitnehmen, ist klar. Und jetzt müssen wir halt den Slider finden, Freunde. Ihr solltet die Videobeschreibung finden. Da könnt ihr runter sliden, dann ein Like da lassen, um das zu unterstützen hier, das Ganze. Und wenn ihr Bock habt, macht dann auch gerne beim kostenlosen Gewinnspiel mit. So, rein da jetzt. Wir haben auf uns geschossen. Selbst schuld. Auch das stimmt. Scheiße. Solomon Reed. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dich vermisst hätte. Und du? Du hast Maman Brigitte den Tod gebracht. Willst du mir dasselbe Geschenk machen? Du kennst mich? Wie kann das sein? Ich... Mein Tempel. Wir sind eins. Meine Augen und Ohren sind überall. Das ist kein Tempel, sondern eine Werkstatt für Demons. Und du bist kein Priester, sondern ein Bandit und Mörder. Mörder? Ha, das sagt der Richtige. Und? Was jetzt? Machst du mich jetzt kalt wie diese Schlampe, Brigitte? Wir wollen einen Deal, sonst nichts. Ein Deal? Lass mich raten. Ein leeres Versprechen. Und eine Kugel ins Hirn, wenn ihr entscheidet, dass ich für euch nicht mehr nützlich bin. Meinst du so einen Deal? Ich kenne genug arme Schweine, die versucht haben, einen Deal mit Solomon Reed zu machen. Weißt du noch, Agent Reed? Wenn man keine Wahl hat, dann ist das keine Verhandlung. Sondern Erpressung. Hör auf zu heulen, Slider. Ändert auch nichts. Jetzt lass die Scheiße und hör uns endlich mal zu. Ihr zwei könnt euch nicht ausstehen, hm? Diejenigen, die mit Reed sprechen, haben die seltsame Angewohnheit zu verschwinden oder Selbstmord zu begehen. Aber da ihr der Partner seid, weißt du das bestimmt. Sag, was willst du? Der Flugzeugabsturz in Dogtown, davon gehört? Flugzeug? Du meinst Space Force One. Davon hat jeder gehört. Du musst uns helfen, jemanden zu finden, der an Bord war. Das würde ich gerne. Wenn ich nicht blind wäre, nicht im Rollstuhl säße und eure Probleme mir nicht am Arsch vorbeigingen. Na komm, tu nicht so, als hättest du eine Wahl. Donc, Dimsa. Ich bin gespannt, was genau ihr von mir wollt. Einfach so? Kein Gefeilsche? Ich weiß doch, wie das läuft. Dein Mann aus Langley sendet mir eine klare Botschaft. Nach dem Absturz der SF-1 wurde ein Netrunner im Net angegriffen. Unsere Verbindung wurde gekappt. Du musst sie finden. Ah, ihr wollt also von mir, dass ich den Netverkehr am Tag des Absturzes untersuche. Ich habe einen beschädigten Relic im Kopf. Darüber lief die Verbindung. Hilft das? Vielleicht. Ich muss mir das Schmuckstück in deinem Kopf mal anschauen. Nein, vergiss es leider. Entweder so oder gar nicht. Du entscheidest. Behalte ihn im Auge, Reed. Ich bin blind, nicht taub. Dann sehen wir mal, was wir hier haben. Ich sehe Spuren.
Datenexplosionen im Cyberspace, die jemandem folgen. Na, Matt! Pütante Matt! Das glaube ich nicht! Ihr habt doch den Verstand verloren, damit zu mir zu kommen! Was ist los? Die Blackwall. Sie bringt nur Tod. Details, Slider. Diese Frau, wusstest du, dass sie sich über das Blackwall-Protokoll mit dir verlinkt hat? Nope, aber überrascht mich auch nicht. Food, weißt du überhaupt, was du mir da einbrockst? Erklär's uns doch. Wie erkläre ich es nur einem Laien? Das Netz hat Ebenen verschiedener Bewegungsvektoren. Aber es gibt da eine Sache, die man nie berühren darf. Die Blackwall. Diese Frau, sie ist eine wandelnde, tickende Atombombe. Wenn sie explodiert, sind wir alle gefickt. Jeder einzelne von uns. Mirai Noir, die Blackwall. Sie ist ein Damm, der uns, die zivilisierte Welt, vor den seltsamen Dingen des Weltens Cyberspace beschützt. Wenn eure zweibeinige Bombe den Damm zerstört, setzt das eine Flut frei, die uns wie Haiti von der Landkarte spült. Verstehst du dich deshalb nicht mit den Voodoos aus Pacifica? Weil die Löcher in die Blackwall bohren? Die dringen nicht ein. Sie holen sich nur daneben einen runter. Netwatch hält sie auf. Aber man muss schon echt bescheuert sein, um seinen Schwanz in eine Steckdose stecken zu wollen. Für die KIs jenseits der Blackwall bist du nichts als eine Ameise. Eine verfickte Kakerlake. Ein Stück veralteter, bedeutungsloser Code. Deshalb erledigt Netwatch jeden, der die Blackwall gefährdet. Das ist keine Kleinigkeit, mein Lieber. Es geht um die Sicherheit von uns allen. Von der Welt. Deshalb, mein Lieber, wirst du Wies Verbindung zu unserer Zielperson reaktivieren. Du bist doch nicht bei Sinnen. Du hast gehört, was er übers Rumspielen an der Blackwall gesagt hat. Das ist gefährlich. Es ist noch gefährlicher, wenn Songbird sie weiter durchlöchert. Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen. Ihr vielleicht, ich aber nicht. Es muss sein, Slider. Wir müssen sie finden. Und überhaupt, solange sie da draußen ist, können sie dich über ihre Signatur finden. Dann hetzen sie dir und deinen Freunden ihre Kabelfreaks an den Hals. Also hilfst du mir, das aufzuräumen, die Spuren zu verwischen und alle Hinweise auf dich und auf uns zu vernichten. Wenn du das machst, sind wir quitt. Die FIA lässt dich in Ruhe. Merde. Mein Glückstag heute. Hast du denn so etwas schon mal gemacht? Was? Als Brücke zwischen Hosts mit dem Blackwall-Protokoll gedient? Für wie blöd hältst du mich? Bestätige den Datentransfer, bevor ich zur Vernunft komme. Dann mal los. Auch dabei. Ich kann es kaum fassen, dass er hier ist, aber
Das ist gut. Also, als du dich mit mir verlinkt hast, da hast du die Black Wall nicht erwähnt. Stimmt, weil du das nicht wissen musstest. Das ist echt riskant. Ich setze mein Leben aufs Spiel, nicht deins. Der einzige Weg, dich nach dem SF-1-Hack zu erreichen, führte über die Black Wall. Hör zu, V. Ich habe nicht viel Zeit. Hansons Leute haben mich nach der Sache mit der Chimera gefunden. Er hat mich festgesetzt. Ich bin nicht in Gefahr, solange ich mich benehme und gehorche. Aber ich brauche Hilfe. Slider, was ist hier los? Stimmt irgendwas nicht, Mann. Verfickte Black Wall! Das Black Sapphire, wie? Hansen veranstaltet dort eine Party. Geh hin. Ich finde dich dort. Sag auch Reed Bescheid. Fuck! Klink ihn aus, Reed! Die Verbindung! Jetzt! Das war's für ihn. Kurzschluss. Slider. Unseretwegen ist er tot. Er ist tot. Punkt. Sei ehrlich. Hättest du ihn eh umgebracht, egal was passiert wäre? Die Frage ist überflüssig. Slider ist tot. Das ändert nichts mehr. Also, was ist jetzt mit Songbird? Wir haben kurz über die Verbindung gesprochen. Ihr geht's gut, glaube ich. Aber sie braucht unsere Hilfe. Okay, erzähl mir die Details nachher. Komm, nichts wie raus hier. Bevor noch mehr von Sliders Handlangern auftauchen. Mach's gut, Slider. Alter. Hey, was geht hier ab, ey? Was geht hier ab, Leute? Okay, siehst du schon Leute das? Tatsächlich. What? Der ist einfach ausgewichen. Okay. Gottverdammt. Jo, okay, es geht schon ein bisschen mehr ab hier mit dem Schwert jetzt. Die entkommen uns nicht! Sowieso nicht. Bleib doch ruhig, ey. Was ist denn jetzt hier los? Warum bin ich so langsam jetzt? Beweg dich doch mal, Mann. Bring dich etwas mehr an. Das sieht nicht gut aus. Willst du mich verarschen, oder was? Hast du gesehen, was ich hier gerade abgezogen habe? Das war ein verdammt großer Fehler. Okay, der kann auch ein bisschen was. Das waren alle. Okay. Reed, du bist ein krasser Typ, wa? Solo. Ah, guck mal hier. Okay, nice. Okay, krass. Okay. Das ist schon nice mit dem Schwert, ey. Das ist schon nice mit dem Schwert. Aber ja, schön. Eine neue Schrot raus. Suchen wir uns mal eine ruhige Ecke. Naja, okay, alles klar, Mann. Reed ist schon ein krasser Typ, ey. Was hat Songbird dir erzählt?
Ja, es ist halt die Frage, was ich ihm jetzt alles sagen soll. Sie schien froh zu sein, dass wir zusammenarbeiten. Gut. Das heißt, sie vertraut dir. Noch was? Song braucht unsere Hilfe, Reed. Hansen hält sie fest. Ich weiß nicht, warum. Gottverdammt. Das sind so ziemlich die schlimmsten Nachrichten. Das Black Sapphire. Sie meinte, Hansen schmeißt dort eine Party. Wir sollen hingehen. Sie findet uns dann. Weißt du, was und wo das ist? Da siehst du den größeren der beiden Wolkenkratzer? Den neben der Riesenleinwand? Das ist das Black Sapphire. Sollte mal ein Hotel werden. Aber die Milliardeninvestitionen versumpften. Jetzt ist es Hansens Festung, mitten in Dogtown. Wir können nicht einfach rein. Und drin kennen wir auch niemanden, der uns die Tür aufmachen könnte. Alex und ich ziehen ein paar Strippen, kontaktieren unsere Leute. Mach du dasselbe. Überleg, wen du hier kennst. Vielleicht fällt uns zusammen was ein. Ich kenne hier einen Fixer, Mr. Hans. Ich könnte ihn anrufen. Mach das. Ich melde mich. Tja. Tja, tja, tja. Johnny? Na? Willst du was dazu sagen? Ja, okay. Okay, Roof, Mr. Hansen. Ja, machen wir sofort. Ah, krass, ey. Krass. Gut, okay, alles klar. So, Mr. Hans, da ist er doch. Hans, ich hab ne Bitte. Gleich zum Geschäftlichen, so mag ich das. Ich muss zu einer Party, die bald im Black Sapphire steigt. Lust auf ein Tänzchen mit dem Teufel, was, wie? Das Sapphire ist uneinnehmbar und tückisch. Du kannst da nicht ohne Einladung rein. Im Gegensatz zum, sagen wir, Konpecky Plaza. Irgendein Weg muss es geben. Okay, ich will offen sein. Eine handgeschriebene Einladung geht nicht. Aber ich finde eine Lösung. Dafür brauche ich aber etwas von dir. Ruf ist wie eine Währung. Ihr Wert ergibt sich aus dem gemeinsamen Vertrauen und das schwankt. Verstehst du? Schon klar, worauf du hinaus willst. Ich soll helfen, deinen Ruf zu verbessern. Mhm, genau. Erledige ein paar Aufträge für mich. Gib meinem Ruf in Dogtown einen Booster. Dann gehören die Pläne des Black Sapphire dir. Kannst du jemanden bestechen? Wie mühsam. Geld ist so gewöhnlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ruf, Informationen, Gefallen, die sind ihr Gewicht in Gold wert. Zumindest schwerer als das Herz ihrer Besitzer. Doch leider kann man nichts mehr davon. Reed hat mir erzählt, dass leider den Löffel abgegeben hat, was da passiert. Wir sind passiert, deshalb ist er gestorben. Die Verbindung mit Songbird hat ihm das Hirn rausgebrannt. Das war Reed, aber völlig scheißegal. Warum sollte es ihm auch nicht egal sein? Slider war immer entbehrlich. Ein Wegwerkzeug. Also, dass man nach der Mission noch nicht mehr braucht. Zumindest hätte Reed das damals so gesehen, als ich ihn noch kannte. Apropos, ich habe nicht den Eindruck, dass der alte Wolf sich irgendwie verändert hat. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Wenn ich mir unsere gemeinsame Vergangenheit so angucke, naja, ich gebe dir mal einen kleinen Ratschlag, wie. Halte Reed bloß dich für deinen Freund. Reed nicht und auch sonst niemanden nicht von der Agency. Wir haben bloß einen schlechten Einfluss auf dich. Danke für die Warnung, weil eine oder zwei neue schlechte Einflüsse machen bei meinem Leben den Scoop nicht mehr fett. Black Sapphire erwerben. Hansen hat die Schwachherzigen mit einem leichteren Element beseitigt. Meinst du, das geht auch schneller? Ich hab nicht so viel Zeit. Für reibungslose Abläufe müssen die Zahnräder geölt werden. Also bring mir Öl, wie. Okay, Hans. Abgemacht. Wie erfreulich. Auf Wiedersehen, wie. Okay, schließe drei, mindestens drei Aufträge. Ich habe doch schon einen, zählt er nicht? Okay, anscheinend nicht. Da! Oh, oh, oh.
Ja, Junge, geil. Hey, nice. Leg dich nie mit Bargeld an. Ja. Let's go, Junge. Ja, renn lieber weg, ja. So, jetzt wieder einmal richtig hacken. Okay. Okay, nice. Endlich mal direkt beim ersten Mal. Mein Gott, ehrlich. Okay, ich suche nach einem Weg rein, aber es sieht nicht gut aus. Hansen ist ein gerissener alter Hund, gut ausgebildet und erfahren. Überall Wachen, alle Ein- und Ausgänge sind gesichert. Das Gebäude ist ein Monolith. Hab noch keine gute Idee. Ich versuche es weiter mit Hans, halte ich auf dem Laufenden. Okay. Anscheinend diese Verbesserungssplitter, wie die wirken tatsächlich sofort, wa? Also. Dafür fehlt mir die Kraft. Mhm. Verdammter Ficker! Was drehst du, Junge? Ich liebe diesen Scheiß. Du liebtest diesen Scheiß, weil du tot bist, verdammt nochmal. Naja, okay, jetzt verstehe ich auch. Ah, nice, Alter. Gut, okay, wir müssen 3 Aufträge erledigen. Schauen wir doch mal, wo einer in der Nähe ist. Den hier zum Beispiel. Den können wir doch mal machen. Meter entfernt. Was habe ich denn hier alles? Gehörst du zu denen? Jo, Junge, guck mal, wie ich aussehe. Was willst du, Baby? Fahr selber zur Hölle, du kleine Huh! Du kleine Sau! Oh, Scheiße, Mann. Hält die Schnauze. Okay. Selber schuld. Was wollen die auch von mir, weißt du? Komme ich hier runter? Ja, hier müsste es doch. Ups. Hat er ihn gerufen jetzt? Ja. Ja. Hä? Achso, ich bin jetzt auf dem Dach. Das dachte ich schon. Also. Let's go. Sind das eigentlich immer Autobeschaff-Missionen? Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ne? Jetzt nochmal 300 Meter fürs Laufen? Mal hier, mal da.
Ja, hier spricht Kurt Hansen. Wer ist gut? Egal, wie schnell man unterwegs ist mit diesem Dash. Okay. Du musst Holo andere Rufe von Fixern nicht manuell ablehnen. Was? Wer liest sich das durch, Alter? Oh shit, Mann. Stirb schneller, nächstes Mal. Nein, reiß ab. Ist das geil, Mann. Komm, zeig dich, ey. Wächst Geschütz. Noch jemand Probleme? Ist das hier unten? Das ist so geil, Mann. Okay. Hauptquartier oder was? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, zack. Sag mal, warum slide ich hier? Warum? Was ist denn hier los schon wieder? Ich hänge, glaube ich, irgendwie im Boden. Ne? Stirb doch! Ohohoho, wie sind das Bein weggerissen? Was denkst du dir? Verpiss dich, Kamera. Junge, was ist da los, Junge? Das macht so Bock gerade. Das macht so Bock gerade. Ey, je mehr Spaß es macht hier gerade, desto, ja, wie soll man sagen, desto trauriger bin ich darüber, dass das Update nicht einfach früher gekommen ist, Mann, Die Hauptstory so nochmal erleben? Na gut, dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal. Mal schauen. Vielleicht dann nochmal in ein paar Jahren, mal gucken. Das hat aber weniger Schaden, ne? Machete brauchen wir nicht. Einhandkeule. Weg damit. Hammer weg. Das weg. Messer weg. Messer weg. Technische Fähigkeiten fehlen, ne?
Ja, hier runter, ja. Du, geh drüben. Gerade schlecht. Hab Scavs am Arsch. Schon klar, aber komm danach zurück. Ich kann dir helfen. What? Huh? Ich war mitten im Satz. Junge, ich hab zu tun, ey. Bist du doof oder was? Roll nicht rum. Synapsen Burnout. Das ist bescheuert, ey. Weißt du Bescheid? Okay, die Luft ist rein. Lass mich raten. Von Zetatec angeheuert. Ich weiß, wonach du suchst. Mein Kunde hat etwas verloren. Tech-Zeug. Doch nicht etwa ein Prototyp und Bau... Pläne? Hm? Die haben mich zwar hier eingesperrt, aber ich habe mit dem Prototyp das Signal gepinkt. Ich wusste, der Konzern schickt jemanden. Mhm, clever. Gib mir die Kurzfassung. Wer bist du? Hassan Demir, Ingenieur bei Zetatec. Einziger Überlebender des Scav-Angriffs. Wie wurdet ihr abgefangen? Hat Zetatec die Route nicht vorgeplant? Es war eine verdeckte Operation. Wenig Security, höchste Geheimhaltung. Die einzige Sprache, die Scavs sprechen, ist Gewalt. Das hier ist Dogtown, nicht Night City. Okay, okay. Wie sieht's jetzt aus? Du holst mich raus und ich helfe dir. Deal? Fixer sprach nur vom Prototyp, nicht von einer Rettung. Weißt du, wo er ist? Oh, den habe ich bei mir. Warte mal. Du hast dir die Tech in deinen eigenen Schädel gepflanzt? Ich dachte, so wäre es am sichersten. Die Scans der Grenzkontrolle erkennen unveröffentlichte Tech nicht. Im Nachhinein nicht meine beste Idee. Aber sie hat mir immerhin eine Weile das Leben gerettet. Den Prototyp und mich gibt's nur im Doppelpack. Wenn ich hier verrotte, kriegst du ihn nie. Der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wie blöd muss man sein, sich einen Prototyp zu chippen? Nichts für ungut wie. Es sei denn, Zetatec hat ihn dazu gezwungen, um ihn als Laborratte zu nutzen. Prototypen sind unberechenbar. Ziemlich riskant für einen Zetatec-Ingenieur, sich sowas einzupflanzen. Natürlich war es riskant, aber die Alternative war weitaus gefährlicher. Na klar. Und Daddy Zetatec ist natürlich einverstanden damit, dass ein Ripper aus Dogtown am Prototyp rumfuchtelt. Daddy habe ich nicht darüber informiert. Können wir dieses Gespräch jetzt bitte draußen fortsetzen? Warum so viel Drama um irgendein Implantat? Irgendein Implantat? Dieses Design könnte Kiroshi platt machen. Irgendein Typ aus Santo Domingo soll es aus dem Arasaka-Industriepark gestohlen haben. Also sind wir der Sache nachgegangen. Ich sollte es im Stadion kaufen, ohne Arasakas Aufmerksamkeit zu erregen. Und naja, stattdessen bin ich hier gelandet. Wie wär's hiermit? Ich komm da rein, zieh dir das Chrom aus dem Schädel und verschwinde. Ich hab's den Bastarden auch schon gesagt. Nur ein Ripper-Doc kann den Prototyp sicher entfernen. Wenn du ihn rausziehst, ist das Ding futsch. Ich brauche nur den Prototyp. Vom Zustand war keine Rede. Und was ist mit den Bauplänen? Ich kann dir zeigen, wo sie die versteckt haben. Okay. Holen wir dich da raus. Sehr gut. Ich wusste, wir können uns irgendwie einig werden. Gut. Dann knacken wir mal die Tür. Umgeh das Sicherheitssystem. Wenn das nicht geht, sieh im Wachraum nach. Vielleicht findest du dort dein Passwort. Okay. Bin gleich wieder da. Okay. Okay, gut. Schauen wir nochmal. Was haben wir hier denn schönes? Achso, ja, das habe ich ja selber abgelegt. Das hier hacken aber nicht, oder?
kann ich auch gar nicht. Finde den Code. Achso, okay. Lösegeld. Zwei, sieben, fünf, drei. Okay. 2753. So, Hassan. 2753. Ah, wie ich sehe, hat ZetaTech kein Geld gespart und einen richtigen Profi angeheuert. Absolut. Jetzt bist du dran. Wo sind die Baupläne versteckt? Die Scavs haben mich in ihre Werkstatt gebracht. Ich sollte die Sicherheitsprotokolle der Tech entfernen. Aha. Nach dir. Und komm nicht auf dumme Gedanken, okay? Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, was passiert. Heilige Scheiße, ist das Harry? Der Typ war ein Arsch, aber das... Das ist barbarisch. Junge, sei froh, dass sich jemand gerettet hat. Wahrscheinlich wäre ich hier gelandet, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Naja, bei ZetaTech wartet auf mich auch ein heißes Ende. Tja, lauf mal. Was ist denn hier los, ey? Okay, okay. Da wären wir. Es müsste hier irgendwo... Hab es. Nova, ich nehme das mal. Bleib bei mir. Wir verschwinden. Warte. Ich konnte hören, wie du sie niedergemäht hast, also konnte dich halb Longshore auch hören. Hier wimmelt es bald von Scavs. Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit. Die Zugbrücke. Hab gesehen, wie die Scavs sie benutzen. Wohl ein Notausgang aus dem Hochhaus. Die werden nichts bemerken, glaub mir. Ist eine sichere Sache. Siehst du, ich kann doch ganz nützlich sein. Okay. Zeit, dass wir verschwinden. Nicht, dass er mich von innen runterkickt, ich weiß nicht. Man kann ja niemandem trauen, irgendwie. Nur noch ein paar Schritte und schön leise sein. Ganz still und heimlich. Wenn sie uns nicht sehen, wird uns nichts passieren. Komm schon, Hassan. Du kannst das. Jetzt noch die Brücke ausschalten, damit die Scavs uns nicht verfolgen. Hey, was war das? Was wurde da eingeblendet kurz? Ah, scheiße. Hier sollte es sicher sein. Puh. Ich schuld dir was. Wirklich. Fast wäre ich draufgegangen. Kein Problem. Ich gehe ja nicht mit leeren Händen raus. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Werd dem Boss sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Oh nein, das hättest du wohl gern. Ich rufe meinen Fixer an, organisiere einen Transport. Er wird den Prototyp selbst entgegennehmen wollen. Nein, nein, warte. Ich kann nicht zurück zur ZetaTech. Weißt du was, Chum? Du gehst mir mächtig auf den Sack. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Problem ist... Ich bin fertig mit ZetaTech. Ich wollte eigentlich mit dem Prototyp in Dogtown abtauchen. Ich hatte bereits einen Käufer. Musste nur warten, bis das Signal abläuft. Dann griffen die Scavs an und ruinierten alles. Wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Warum bist du so scharf auf die Tech? Hast du nur den Hauch einer Ahnung, wie viel sie wert ist? Mehr als dein Leben, richtig? Ah.
Ich habe keine Familie, keine Freunde. Ich habe alles dem Konzern geopfert. Und was bekam ich dafür? Mein verdammtes Leben haben mir diese Bastarde geklaut. Der Prototyp ermöglicht mir einen Neuanfang. Du wolltest also einen Megakonzern verarschen. Was war eigentlich dein Plan? Ich hatte nicht genug Kontakte in Dogtown, um es selbst durchzuziehen. Ich habe einen Käufer im Stadion kontaktiert, habe ihm alle Infos gegeben und er sollte den Rest organisieren. Und du hast ihm einfach so vertraut? Ich bin doch kein Idiot. Deshalb habe ich mir den Prototyp eingesetzt. Hätte er mich umgebracht, dann hätte er auch das Teil geschrottet. Ich sollte an der Grenze abhauen während der Kontrolle des Konvois. Ein Auto hat auf mich gewartet, aber so weit kam es gar nicht. Warte, was denkst du, was jetzt passiert? Dass ich meinem Fixer sage, dem Prototyp sind Beine gewachsen? Sag einfach, dass er verschollen ist oder so. Das Signal habe ich getrennt und dein Fixer kann die Baupläne haben. Sie sind auch wertvoll. Du mieser Spritzer. Hättest dir einen besseren Plan überlegen sollen, bevor du dir diese Saka-Seta-Scaff-Scheiße eingebrockt hast. Ich hab Mist gebaut, okay? Ich weiß. Aber die werde mich umbringen. Bitte. Newsflash, Choom. Du bist schon tot. Selbst wenn ich dich gehen lasse, werden die dich finden. Dann gebe ich auf. Töte mich. Ich meine es ernst. Ist mir lieber, als von denen gefoltert zu werden. Okay. Wir haben uns nie getroffen. Die Scaffs hatten die Baupläne. Der Prototyp ist verschollen. Kapiert? Du... wirklich? Ja, kapiert. Ich... danke. Jetzt verzieh ich mich. Und du tauchst besser unter. Ich mein's ernst, Hassan. Wenn Setatec dich findet, bist du tot. Klar. Okay. Die clevere Drecksau hat den Konzern und dich verarscht. 2-0 für Hassan. Aber ich glaube, sein Glück hat bald ein Ende. Ach, Johnny, Mann. Das Einzige, was jetzt man inne hat, ist der Paar. Der geht ja schon viel zu lange, Mensch. Wer ist jetzt hier noch am Start, Freunde? Schreibt mal Zeta rein. Zeta. Z-E-T-A. Zeta. So, Hassan, mach das Beste draus, wa? Mach das Beste draus. Gut, ey, okay, dann hat er anscheinend doch noch andere Missionen. Außer hier, jo, was war das denn jetzt? Außer nur Fahrzeuge besorgen. Ich dachte, das wäre nur das. Okay, gut. Ja, wie gesagt, Freunde, hier ist erstmal Schluss. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit den Missionen. Was ist denn jetzt los? Was die nicht alles haben? Minotaurs, Wyverns, bla. Wenn wir keinen hieb- und stichfeste Infos kriegen, können wir den konventionellen Weg vergessen. Chill mal. Ich finde schon eine Lösung. Ich mache sowas nicht zum ersten Mal. Brichst du etwa nicht ständig in Hotels mit krasser Security ein? Okay. Da antwortet er nicht. In der Stadt wollen wir alle. Gut, ja, wie gesagt, jetzt ist hier Schluss. Danke fürs Zusehen, Like, Kommentieren nicht vergessen. Haut rein und tschüss.